Traditionell gehört der Pfingstsonntag im sächsischen Staatsbad Bad Elster den Pferden. Denn dann findet wieder die beliebte Equipage Bad Elster, edle Pferde und historische Kutschen statt. Im großen Jubiläumsjahr zu 175 Jahren als königlich sächsisches Staatsbad wird das überregional bekannte Pfingstevent bereits zum 18. Mal in den königlichen Anlagen Bad Elsters veranstaltet. Aufgrund der königlich sächsischen Tradition des Heilbades steht dabei vor allem der historische Bezug im Vordergrund. Am Vormittag locken ab 10 Uhr über 20 herausgeputzte historische Gespanne aus Sachsen, Bayern und Böhmen vor das königliche Kurhaus, wo diese stilvoll von einem fachmännischen Moderator präsentiert werden. Nach einer großen Stadtrunde aller Teilnehmer durch Bad Elster und einer grenzenlosen Rundfahrt durch das benachbarte böhmische Ascherländchen mit einer moderierten Ankunft am historischen Schloss in Kompanini bei Asch ab ca. 10.30 Uhr findet am Nachmittag ab 13.30 Uhr im zentralen Paul-Schindel-Park Bad Elster die große Nachmittagsveranstaltung für die ganze Familie, unter anderem mit Hindernisfahrten, Bad Elster-Derby und einer vogtländischen Hengstpräsentation statt. Als besonderer Höhepunkt des tierisch abwechslungsreichen Eventtages wird das traditionell beliebte historische Kutschtheater mit Kutschen und Pferden wieder märchenhaft eine heitere Jubiläumsgeschichte erzählen. Das Pfingstevent im Vogtland. Mein Team von Arbeiter und David Serbegier organisiert. Herzlich willkommen. Thank you.